Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur wöchentlichen Ausgabe vom Sportmagazin A wie Angriff, wo wir Ihnen jede Woche eine andere Sportart vorstellen bzw. über regionale sportliche Ereignisse sprechen. Heute ist der Mate Kondic vom SSKC Poseidon Aschaffenburg Basketball bei mir zu Gast. Er ist Trainer der ersten Mannschaft und die Mannschaft ist aktuell ordentlich auf Erfolgsspur. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Die Mannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga und euer mittelfristiges Ziel ist die Oberliga. Momentan läuft es richtig gut, ihr seid auf dem zweiten Platz. Wieso ist diese Saison bisher so erfolgreich für euch gelaufen? Also diese Saison ist so erfolgreich für uns gelaufen, weil wir einfach auch letzte Saison mitgenommen haben, viel dazugelernt haben, hatten das erste Mal wieder ein Herrenteam überhaupt im Seniorenbereich, sind da auch gleich Vizemeister in der Bezirksliga geworden, haben nach der Saison auch in der Bezirkspokalrunde Frankfurt mitgemacht, sind da auch glücklich dann im Mai Pokalsieger geworden und die Jungs haben einfach sehr viel dazugelernt. Und ihr hattet einen richtigen Höhenflug. Könnt ihr denn mit der aktuellen Mannschaft eventuell auch nächstes Jahr dann in der Landesliga bestehen oder muss sich da spielertechnisch noch einiges tun? Also wir sehen aktuell schon bei den Spielen wie letztens, wo es in unserer Liga auch heiß hergeht, dass wir zwar die athletischste und schnellste Mannschaft sind, aber gerade unter dem Korb uns gewisse Größe einfach nur fehlt. Gerade bei großen Spielern sind wir sehr, sehr dünn besetzt oder noch teilweise auch zu jung, ja, wo wir einfach die Erfahrung und Lehrgeld zahlen müssen. Und da sind erfahrene Spieler auch immer Gold wert. Das merken wir auch an unseren Gegnern, die uns gerade da am meisten wehtun. Du hast gerade das Alter angesprochen. Wie groß ist denn der aktuelle Altersdurchschnitt und wer kann prinzipiell alles bei euch mitmachen? Also ich will mal zwei Zahlen nennen, die sind dann recht interessant. Wenn ich einen Spieler ein bisschen weglasse, der sozusagen neu dazugestoßen ist dieses Jahr als einziger Neuzugang, haben wir einen Altersschnitt von nur 19,6. Wenn er jetzt als frisch gebackener 30-Jähriger dazukommt, ist auch nicht einfach für ihn, aber steigt er schon auf 20,5, was immer noch sehr, sehr niedrig ist. Und dann merkt man einfach, wie jung und wie viel Potenzial die Mannschaft hat, dass wir, da wir gerade aufgrund der Verletzungsproblematik auch immer noch voll im Aufstiegsrennen sind. Wie häufig trainiert ihr, um auch so erfolgreich zu bleiben? Aktuell sind wir bei einem Pflichttraining von zweimal die Woche. Abends natürlich nach Feierabend, nach der Schule, nach sonstigen Praktikas oder Ausbildungen oder Studienplätzen, wo sie wahrnehmen. Einmal die Woche haben wir ein Einzeltraining, wo sie freiwillig dazukommen können, wo sie an technischen Sachen arbeiten können. Das pendelt sich dann da in der Richtung irgendwo ein. Auf das Einzeltraining gehen wir auf jeden Fall auch später noch mal ein bisschen genauer ein. Noch ein paar Fragen zu den Spielern. Wie viele seid ihr aktuell und wie ist generell die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Kommen die gut miteinander zurecht? Ich bin ja sozusagen erst seit einem Jahr da frisch dabei bei der Mannschaft, kam damals zum Verein, ich kannte einige aus einem anderen Basketballverein heraus, also damals eine Doppellizenz bei uns gespielt haben. Was ich interessant fand, war einfach, dass immer viele Talente da aus Aschaffenburg kamen, das muss man einfach eingestehen. Und aktuell ist es auch eine Truppe, die ist, familiärer geht's nicht, kann man echt nichts dagegen sagen. Das ist wie ein bunter Haufen, den man nicht trennen kann. Es ist aktuell leider verletzungstechnisch ein Riesenproblem bei uns, dass wir gewisse Positionen gar nicht mehr richtig stellen können. Wir rotieren, wie wir normal nicht rotieren möchten oder wie wir es letztes Jahr noch hingekriegt haben. Unsere Verletzungsliste ist aktuell zu lang. Also akut bräuchten wir schon Hilfe. Langfristig kann ein interessanter Spieler immer mal dabei sein. Nur haben wir jetzt das Glück, was wir letztes Jahr hatten, haben wir dieses Jahr nicht so ganz. Gut, das kann ja noch kommen. Ihr trainiert in Aschaffenburg, nehmt aber an der Spielrunde in Hessen teil. Welche Hintergründe hat das? Das liegt weit zurück, dass Aschaffenburg oder der SSKC sich entschieden hat, in der hessischen Runde teilzunehmen. Es war einerseits natürlich durch das Ballungsgebiet Frankfurt noch zu Zeiten, wo Basketball auch nicht so verbreitet populär war wie jetzt. Der höhere Konkurrenzkampf, die höhere Anzahl an Gegnern, anstatt dass man sagt, man muss für ein gescheites Spiel hier teilweise kilometerweit fahren, war einfach Richtung Frankfurt alles dabei, was man gesucht hat. Die Leistungsdichte ist einfach enorm. Da ist die Liga-Bezeichnung einfach nicht dieselbe wie zum Beispiel in Bayern auch. Und man will einfach konkurrenzfähig da einfach die Spieler, die man hat, die Talente, die man hat, auch einfach besser entwickeln mit viel besseren Gegnern. Und welche Nachteile hat es?
Ja, die Nachteile kommen wir manchmal selbst zu spüren. Selbst jetzt beim letzten Spiel sind bayerische Schiedsrichterkollegen zum Beispiel da, die sich über die hessischen Kollegen stark wundern. Mhm. Während in Bayern viel besser in die Schiedsrichterausbildung investiert wird, ist es in Hessen teilweise einfach nur freiwillig. Mhm. Wenn man das allein hört bei so einer Sportart mit den vielen Schwierigkeiten, die sie auch hat, ist nicht ganz so einfach. Wie populär ist denn generell Basketball in Aschaffenburg? Gibt es volle Hallen oder ist da noch ordentlich Platz nach oben? Popularität finde ich einerseits gut, weil gerade in Aschaffenburg selbst es mehrere Basketballvereine gibt. Das kann auch nicht jede Stadt von sich behaupten. Auch hier anliegend gibt es auch genug Vereine, die auch im Endeffekt Senior- im Seniorenbetrieb was betreiben oder vereinzelt ein paar Talentmannschaften haben, gewisse einzelne Jugendgruppen. Da tut nur den SSKC herausragend, dass er wirklich jede einzelne Altersklasse besetzt hat. Aber es macht eine gute Mischung und allein bei unseren Heimspielen haben wir aus allen möglichen Vereinen Zuschauer da, die uns dann kräftig mit anfeuern. Das macht einen Riesenspaß. Auch bei den Auswärtsspielen? Bei den Auswärtsspielen haben wir nur die treuesten Fans. Bei so einer jungen Mannschaft manchmal die Eltern, da mal die Freundin hier und da. Da noch eher weniger, aber auch da hatten wir zum Beispiel letzte Saison oder Richtung Pokal die verrücktesten Aktionen. Kannst du noch mal kurz das Gebiet eingrenzen? Wie weit geht die hessische Liga? Da es ja sich ja Bezirk Frankfurt nennt, geht es eigentlich nur im Frankfurter Raum hauptsächlich. Aber da auch da teilweise vereinzelte Inseln hervorherrschen, die man nirgendwo so richtig einteilen kann, gibt es auch Mannschaften dabei, die auch Richtung Limburg hoch, also Idstein, einer der Favoriten auch auf den Aufstieg. Da fährt man schon eine gute Strecke, um bis da hochzufahren, um dann im Endeffekt ein Spitzenspiel durchzuführen. Also es ist nicht nur Frankfurt selbst, sondern auch ein gutes Einzugsgebiet. Neben der ersten Mannschaft betreust du außerdem noch die U14 und bietest Einzeltraining an. Was sich genau dahinter verbirgt, das erfahren wir in wenigen Minuten. Also bleiben Sie bei uns. Bis gleich, liebe Zuschauer. Ihre Gedanken drehen sich nur noch um Ihre Immobilie? Sie haben sich das einfacher vorgestellt? Sie dachten, es geht auch ohne Makler? Lassen Sie uns für sich arbeiten. Ob Häuser, Grundstücke oder Wohnungen. Wir helfen Ihnen beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie. Gödert Immobilien. Seit 45 Jahren eine erste Adresse, wenn es um Immobilien geht. Direkt gegenüber Aschaffenburger Hauptbahnhof. Die Bratzen gehören zu den Laubtieren. Man kann sie in Kloßbratzen und Schweinbratzen unterscheiden. Sie verstehen den Text des Films nicht? Der Fernseher ist zu leise? Schwerhörigkeit ist nicht nur ein Problem der Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Besser hören mit Kreins Hörgeräte. Hörgeräte Kreins in Aschaffenburg und Erlenbach. Hochwertige Einrichtung, moderne Möbel, individuelle Wohnideen. Ausstellungen auf 5 Ebenen. Gemeinsam mit uns schaffen Sie in Ihrem Zuhause Räume zum Entspannen und Abschalten. Egal ob Schräge oder Nische, wir finden zusammen Ihre persönliche Wohnlösung. Gut einrichten, besser leben. Meidhof, die Einrichter. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Socken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Alle Staus, alle Blitzer, alle Hits aus Pop und Rock. Radio Primavera. Das Spessart. Wieder sind alle auf sich alleine gestellt.
12 Kandidaten müssen zeigen, was in ihnen steckt. Ihr Zuhause ist für eine Woche der Spessart. Von seiner härtesten Seite. Das Spessart-Camp. Das Leben ist kein Ponyhof. Jetzt bewerben. Alle Infos auf primavera24.de. Präsentiert von Metzgerei Häuser. Verwöhnt Familie und Gäste. Rohrmeier Outdoor. Ihr Outdoor-Spezialist für die ganze Familie in Aschaffenburg-Striedwald. Und vom Autohaus Kranz und Kunkel. Ihr Mitsubishi-Exklusivpartner in Aschaffenburg. Willkommen zurück zum Sportmagazin A wie Angriff. Heute mit dem Basketballtrainer der ersten Mannschaft. Nochmal bitte. Kann ich, Carmen? Willkommen zurück zum Sportmagazin A wie Angriff. Heute mit dem Basketballtrainer der ersten Mannschaft des SSKC Poseidon Aschaffenburg, Marte Kondic. Schön, dass du noch bei mir bist. Ja, ich bin nicht weggelaufen. Das ist gut. Vereinsmitglieder beschreiben dich als sehr engagiert und ehrgeizig. Was zeichnet dich denn als Trainer aus? Ja, wie schon erwähnt, dass ich im Endeffekt zuverlässig bin, dass ich hinter dem, was ich da mache, auch voll dahinter bin, über ein Basketballwissen verfüge, das auch wirklich sehr ausgeprägt ist, dass ich das gut vermitteln kann, das ist, denke ich mal, das Wichtigste, dass ich ganz klar sehe, wo es hapert, wo ich dran ansetzen kann, auch schnell Dinge vermitteln kann, auch das Nötige, denke ich mal, an harter Arbeit aus jedem Talent herauskitzeln kann. Und woher kommt die Erfahrung? Sind verschiedenste Stationen. Teilweise selbst als Basketballspieler, die man einfach mitnimmt, ganz einfach. Und selbst als Trainer, auch lang bei einem anderen Verein im Leistungssport tätig gewesen. Alle möglichen Gruppen auch da schon gemacht, alle möglichen Altersklassen. Mhm. Und auch so schnell einfach Erfahrung gesammelt. Und wieso gerade Basketball und keine andere Ballsportart? Da gibt es ja noch jede Menge. Ja gut, wenn man selbst da Basketball spielt und einfach die Begeisterung dann immer noch teilt und es immer noch sozusagen als wunderschöner Ausgleich dient für den Beruf, mhm, ja, und sich so zu dem Psychiater im Endeffekt erspart, ist es einfach ein Hobby, das man so einfach weiter betreibt. Es ist ein Hobby und du investierst viel Zeit in dein Hobby. Wie viele Stunden sind das denn die Woche? Das ist eine gute Frage. Das ist allein, ich glaube, 8,5 Stunden nur für das Training selbst. Mhm. Kommen dann auch Spiele dazu bei zwei Mannschaften, sind es da auch nochmal rein spieltechnisch 4 Stunden. Mit natürlicher Fahrerei zu Auswärtsspielen ist es auch ein bisschen mehr. Also wie ein zweiter Beruf sozusagen nochmal. Kann man so sagen, ja. Einen großen Fokus legst du neben der ersten Mannschaft natürlich auch auf die Jugendarbeit. Du betreust auch die U14 und da seid ihr auch sehr erfolgreich. Wie züchtet ihr denn die Jungen heran, dass sie später mal große Spieler werden? Züchten, wenn es so einfach wäre, wäre es schön. Einfach ein paar Spieler, alte Spieler klonen. Aber man muss einfach sagen, das Rohmaterial, das in Aschaffenburg vorherrscht, das habe ich selbst zu meiner Hanauer Zeiten als Trainer gemerkt, in dem talentierte Spieler zu uns gewechselt sind, ist einfach immer da. Und mit viel Begeisterung und einfach dem Wissen, das wir haben als Trainer generell bei uns im Verein, das ist einfach schon länger da, auch vor meinen Anfängen hier beim SSKC seit einem Jahr, das Nötige herauszukitzeln aus den Talenten, macht immer für alle Trainer einen Heidenspaß. Und sie nehmen es auch an. Und das sehen wir immer von Woche zu Woche, wie sie einfach dazulernen. Was zeichnet euch aus im Vergleich zu anderen Vereinen? Das merke ich ja selbst jetzt an meinen Mannschaften, die ich betreue. Die erste Herrenmannschaft wäre niemals möglich gewesen, wenn andere Trainer nicht vorher in der U16, U18 meine jetzigen Jungs gut vorbereitet hätten. Genauso auch bin ich beeindruckt jedes Mal, wenn vor meinem Training der Kollege Ralf Göbel, der Name vom Trainer, der dann dasteht und die U8, die Minis betreut, da sind die Jungs dabei, die sind erst 7 und davon klein auf wunderbar mit den Kindern zurechtkommt. Ich könnte es nicht in dem Alter, sage ich ganz ehrlich, bin da echt immer begeistert. Aber da wirklich jede Altersklasse besetzt ist mit Trainern, mit Kindern, die Spaß am Basketball haben, ist es einfach wirklich toll, die dann am Ende oben in der Seniorenmannschaft ankommen zu sehen. Das stimmt auf jeden Fall. Was sind denn bisher eure größten Erfolge in Bezug auf die Jugendarbeit? Kannst du einfach so 2, 3 Beispiele nennen? Also gerade aktuell kann man sagen, sind gerade unsere U18 letztes Jahr, haben sie den Hessenpokal gewonnen, oder beziehungsweise die U16 war es, ist die jetzige U18, mein Fehler, Entschuldigung.
Aber auch die junge Geschichte zeigt mit Spielern wie Philipp Neumann, der in der U16 hier in Aschaffenburg gespielt hat, dann weitergezogen hat, weil man das Talent erst hier so richtig entdeckt hat, auch weiterentwickelt hat. Der hier spielt jetzt in der ersten Liga in Oldenburg. Meine Jungs kennen ihn teilweise vom Jugendtraining früher, gucken, wie er da spielt. Sei es mit Spielern wie Marius Göbel, der letztes Jahr spielt, der viel Jugendbundesliga gespielt hat, da wirklich ein Spitzenspieler war, der mir auch sehr hilft bei meinen Spielen. Oder Jonas Müller, der aktuell in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B in Hanau, da er noch im Kader steht, da mittrainiert, versucht sich weiterzuentwickeln. Alles Jungs, die aus Aschaffenburg, aus vom SSKC kommen. Das ist einfach beeindruckend. Viel Potenzial vorhanden. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du bist auch bekannt für deine berühmten Einzeltrainings. Was können wir uns denn genau darunter vorstellen? Also Einzeltraining an sich ist dermaßen effektiv, weil man einfach mit viel weniger Kindern als bei normalen Mannschaftstraining oder viel weniger Talenten als Trainer arbeitet. Das heißt, diese Ruhepausen, die sie sonst haben, um sich in der ganzen Mannschaft zu verstecken oder sich irgendwo hinten anstellen bei einer Übung, gibt es da nicht. Man stresst sie auf einer sehr viel kürzeren Zeit und versucht wirklich an jeder Kleinigkeit zu arbeiten. Man sieht viel mehr als Trainer auch, wenn man sie einzeln bearbeitet. Und das macht ihnen heiden Spaß, weil sie umso schneller den Effekt spüren, weil sie viel mehr Wiederholungen haben pro einzelnen Training und einfach merken, wow, das Ganze funktioniert ja. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, liebe Zuschauer, und danach verraten wir Ihnen noch, welche weiteren Sportarten es beim SSKC Poseidon Aschaffenburg gibt. Und außerdem stellen wir Ihnen die außergewöhnliche Sportart Eisstockschießen vor. Also bis gleich. Hallo, mein Name ist Conchita Galvano und Inhaberin des seit 30 Jahren bestehenden Schuhgeschäfts in Kleinwallstadt. Es ist ab März umgetauft worden, es heißt jetzt Conchitas Schuhmode. Ich finde auch eine individuelle fachliche Beratung bei einem Schuhkauf sehr wichtig. Deswegen sage ich auch, lass den Klick in deiner Stadt. Eine Kommunikation für Jung und Alt ist sehr wichtig. Tragen Sie doch bei, dass in unserer Region die Geschäfte erhalten bleiben. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV. Aus Leidenschaft für Miltenberg, Stadt und Land. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg und dem Handelsverband Bayern. Ich bin der Goldmann aus Aschaffenburg. Ich betreibe den Laden Goldmann in Sandkasse 22. Ich habe die Aktion bei dem Lass den Klick für die Stadt Aschaffenburg gemacht, weil wir brauchen jede Unterstützung von jedem, der mitmacht, jeder, der mitschaut, weil Stadt Aschaffenburg ist schön. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV. Aus Leidenschaft für Aschaffenburg, Stadt und Land. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und dem Handelsverband Bayern. Hallo, wir sind Christine Tausch und Doris Reichert-Muders. Gemeinsam leiten wir hier in Bürgstadt die Reichert-Möbelwerkstätte. Mit 35 Mitarbeitern fertigen wir hier in Bürgstadt individuelle Schlafraumeinrichtungen. Besuchen Sie unsere Ausstellung hier in Bürgstadt. Hier können Sie sich selbst vor Ort überzeugen über die Qualität, über Gestaltung und über unser Know-how. Wir machen mit bei der Aktion Lass den Klick in deiner Stadt, weil wir überzeugt sind, dass unser Motto persönlich, freundlich, kundennah nur im regionalen Handel umsetzbar ist. Außerdem sichern Sie als Kunde hier vor Ort die Arbeitsplätze und die Stärken der Region. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV. Aus Leidenschaft für Miltenberg, Stadt und Land. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Miltenberg-Obernburg und dem Handelsverband Bayern. Willkommen zurück zum Sportmagazin AW Angriff. Noch immer mit dem ersten Trainer der Basketballmannschaft des SSKC Poseidon Aschaffenburg, Marte Kondic. Vor der Werbung haben wir schon ausführlich über die Sportart gesprochen und aber auch über den Verein. Und es gibt aber noch viele weitere Abteilungen neben dem Basketball. Was wird denn alles angeboten und was sind eure größten Abteilungen? Also die größten Abteilungen sind auf jeden Fall Schwimmen und die Kanuten auf jeden Fall, die noch dabei sind.
Auch mit dem riesigen Vereinsgelände, was da am Schwimmbad oder Eissporthalle da nebendran auch sitzt, haben die da perfekte Trainingsbedingungen, muss man definitiv sagen. Auch wir Basketballer profitieren davon, sei es von der Tennisabteilung, die auf jeden Fall auch da sehr engagiert sind. Und der Verein, also klein ist er nicht, das habe ich selbst als Neuling auf jeden Fall erkennen müssen. Unterstützen sich die Abteilungen auch gegenseitig? Ja, definitiv. Wir selbst werden spüren, auf dem Vereinsgelände ist geplant, dass der Basketballplatz modernisiert werden soll. Da mussten natürlich auch der Gesamtverein zustimmen, weil da Gelder des Gesamtvereins da in die Hand genommen werden. Und da haben wir die volle Unterstützung, also genau wie die von unserer Seite auch. Das findet auf jeden Fall statt und ist auch sehr, sehr gut. Jetzt noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wann ist euer nächstes Basketballspiel? Also direkt jetzt am Samstag ist unser nächstes Heimspiel gegen Maccabi Frankfurt, auch ein sehr schwerer Gegner, wo wir uns im Hinspiel schwer getan am Anfang, dann zum Schluss doch deutlich gewonnen haben. Jetzt mit den Verletzungssorgen brauchen wir auf jeden Fall wieder jeden Zuschauer, der uns anfeuert, der die Halle füllt. Samstag 19.30 Uhr, ein Riesenevent. Also liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, kommen Sie in die Halle, es lohnt sich auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank, Marte, und natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei allem, was du noch vorhast. Vielen Dank für die Einladung. Haben Sie schon mal etwas vom Eisstockschießen gehört? In einigen Alpenregionen ist es ein sehr bekannter Sport und teilweise sogar noch beliebter als Fußball. Auch bei uns im MainTV-Land gibt es begeisterte Eisstockschützen, wie zum Beispiel in Hanau. Sehen Sie selbst. In Hanau konnten sich Sportfans gestern Abend mit einem hierzulande eher ungewöhnlichen Spielgerät versuchen, dem Eisstock. Es geht darum, den Eisstock, der ein Gewicht von knapp 5 Kilo hat, in ein Zielfeld zu schießen und dort möglichst genau in der Mitte zu platzieren. Wer in die Mitte kommt, hat die höchste Punktzahl von 10. Je nachdem, wie weit man reinkommt, ist das zwischen 2 und dann den 10 Punkten. Wer das Zielfeld überhaupt nicht erreicht oder durchschießt, hat natürlich 0 Punkte. Zum 6. Mal fand auf der SWH-Arena auf dem Hanauer Marktplatz das Eisstockschießen statt. Die Kandidaten sind Laien, also keine Vereinsspieler. Erwin Henkel steht den Anfängern aber immer mit Rat und Tat zur Seite. Der ehemalige Eishockey-Bundesligaspieler schießt schon seit 25 Jahren den Stock übers Eis. Beim Eisstockschießen sind ein paar Dinge zu beachten. Und es ist wie mit anderen Sportarten, es kommt nicht nur auf die Kraft, sondern auch auf die Technik an. Also zunächst mal Schuhe anziehen, die keine rutschige Sohle haben. Also Ledersohle. Das wäre also das Schlimmste, weil man damit keinen Stand auf dem Eis hat. Dann kommt es darauf an, nach hinten auszuschwingen, um Schwung zu kriegen. Denn 5 Kilo nach vorne zu werfen, ist auch auf dem Eis nicht ganz einfach. Und beim Abwurf einen Ausfallschritt nach vorne machen, weil man dann zusätzlichen Schwung mitkommt. Wichtig natürlich auch das Eis. Perfekte Bedingungen fürs Eisstockschießen gibt es dann, wenn es nicht geregnet hat. Dann läuft der Stock am besten. Bei Regen wäre die Reibung zu groß und die Entfernung zum Ziel müsste verkürzt werden. In Hanau herrschen an diesem Januarabend aber perfekte Bedingungen. Doch was machen die Eisstockschützen eigentlich, wenn es kein Eis gibt? Wir haben aber bei uns eine Allwetterbahn mit einem Kunststoffbelag. Bei uns, sonst kann man einen Verein auch gar nicht betreiben. Wird das ganze Jahr über gespielt. Henkel selbst darf als langjähriger Vereinsspieler beim Turnier nicht mitmachen. Sein Verein, die Eisstockschützen Maintal-Bischofsheim, war sogar mal in der Bundesliga. Und wer weiß, vielleicht wurde in Hanau ja gestern ein neues Talent gefunden, um an die erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen. Gibt es bald keine erste Ringerliga mehr? Die Vereine und der Verband liegen sich in den Haaren, so auch die RWG Mempris Königshofen. Und was genau dahinter steckt, das weiß mein Kollege David Rischke. Sehen Sie selbst.
steht die Ringer-Bundesliga vor dem Aus. Betroffen davon ist natürlich auch die RWG Mömbris-Königshofen. Und deswegen haben wir uns den Prokuristen der RWG, Tim Niemann, ins Studio eingeladen. Hallo, Tim Niemann. Hallo, David. Was ist denn überhaupt das Problem? Warum steht die Bundesliga der Ringer eventuell vor dem Aus? Wir haben einfach Folgendes gemacht. Die Vereine haben sich solidarisiert und möchten ein Mitspracherecht, Mitbestimmungsrecht in unserem Dachverband beim Deutschen Ringerbund. Einfach der Hintergrund ist, in den vergangenen Jahren sind teilweise Entscheidungen getroffen worden vom Deutschen Ringerbund, die starke Auswirkungen auf die Planungen der Saisonverläufe haben und natürlich auf die Vereine. Und das ist der Grund, warum die Vereine sich solidarisiert haben und haben eine Interessengemeinschaft, einen Bundesliga-Ausschuss der Vereine gegründet, haben sich solidarisiert und haben zum 15.01., das ist eine Meldefrist für die zukünftige Saison, eine Meldung unter Vorbehalt abgegeben. Wir reden im Moment über 14 Vereine. Von diesen 14 Vereinen haben 13 diese Meldung unter Vorbehalt abgegeben, bis auf den Verein aus Mainz. Die haben ganz normal ordentlich gemeldet und das ist der Stand der Dinge heute. Bis zum 15. Januar müssen die Vereine sich melden, ne, ob sie mitmachen möchten, sage ich mal, in der Bundesliga. Aber bestimmte Voraussetzungen für die neue Saison werden ja erst später vom Verband bekannt gegeben. Das ist doch der Kern des Problems. Das ist richtig, absolut korrekt. Das ist ein großes Thema. 15. Januar, jedes Jahr, wie gesagt, Meldefrist für die zukünftige Saison. 4 Wochen später findet die sogenannte Bundesliga-Tagung statt, auf der dir dann als Verein quasi die Rahmenbedingungen präsentiert werden für die zukünftige Saison. Das ist ein Thema, wo wir einfach sagen, wir möchten das gerne verändert haben. Es kann nicht sein, dass du quasi dich vorher entscheiden musst, bevor du weißt, um was es eigentlich gehen soll. Das ist ein starkes Thema in der Diskussion. Die Vereine wollen also verständlicherweise nicht vor vollendete Tatsachen vom Verband gestellt werden. Was sind denn aber jetzt ganz konkret die Punkte, die Sie ansprechen möchten, wo Sie mehr Mitsprache einfordern als Vereine? Wir müssen uns Gedanken machen über eine Ligenstruktur, wir müssen uns Gedanken machen über die Anteile der deutschen und ausländischen Sportler. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zukünftig den Sport besser vermarkten, wie wir den Ringersport wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben alle ein Thema mit der Jugend. Wir müssen uns Gedanken machen mit dem Nachwuchs. Das sind so die, sagen wir mal, die groben Themen. Da gibt es noch viele andere, die wir gerne andiskutieren möchten. Und das ist der Grund, warum wir in Zukunft natürlich jetzt auch auf den DRB zugehen, kurzfristig auch, und ihn um einen Termin bitten wollen, wo wir uns gemeinsam Vertreter vom DRB und Vertreter von den Vereinen treffen wollen und die Dinge anfangen wollen zu diskutieren und nach vorne zu treiben. Wie könnte denn eine Lösung jetzt aussehen? Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen? Der aktuelle Stand ist, dass wir, wie gesagt, letzte Woche am 15. Januar die Meldungen unter Vorbehalt abgegeben haben. Der Deutsche Ringerbund hat sich am Samstag in Mainz vor dem ersten Halbfinalkampf zwischen Nendingen und Mainz in Mainz getroffen und beraten. Der Deutsche Ringerbund hat dann am Samstagabend auf deren Homepage quasi eine Stellungnahme dazu abgegeben. Wir haben heute früh reagiert. Wir haben auch wieder eine kleine Pressemeldung rausgegeben. Und wir werden jetzt auf den DRB zugehen, um einen Termin zu bekommen, wo sich die Vertreter treffen können. Das ist der aktuelle Stand. Also die Ringer-Bundesliga ist in Gefahr, aber entschieden ist noch nichts. Es kann auch sein, dass der Spielbetrieb ganz normal wieder im Herbst losgeht. Tim Niemann, Prokurist der RWG Mömbris-Königshofen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wie es mit der Ringerliga weitergehen wird. Nächste Woche ist dann der Profi-Triathlet Marcel Bischoff aus Heilbach bei mir zu Gast. Er erzählt uns alles über seinen Triathletenalltag und erklärt uns, was er noch alles erreichen will. Also schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ich wünsche Ihnen noch eine entspannte Woche und bis bald.